Hallo ihr, wir sind die Schlagertanten und wir sind, wie es die Spatzen ja schon von den Dächern pfeifen, am 16. und am 17. März auch dabei bei Lean Around the Clock. Ja. Und wie immer ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr nach einem langweiligen Tag mit endlosen, zahlreichen Vorträgen aus USA, Kanada, Schweden, den Niederlanden und Deutschland aufgemuntert werden, euch eure Lebensfreude zurückgeben und euch damit vorbereiten auf den schlimmen, ganz schlimmen zweiten Tag, der folgt. Celine. Ich weiß nicht. Also nee. Wenn ihr jetzt also traurig seid, weil ihr eure Stornofrist verpennt habt, kommt drüber hinweg. Wir werden euch mit unseren modernen Interpretationen von zu Recht völlig erfolglosen Kinderliedern nachhaltig in Erinnerung bleiben. So, und jetzt alles nochmal von Anfang. Zurückspulen. Hallo Welt, wir sind die Schlagertanten und am 16. und 17. März findet bereits das nunmehr siebte Lean Around the Clock statt. Und es wird ein ganz besonderes werden, weil wir sind dabei, Schlagertanten. Hey! Und natürlich, weil es Ralfs letztes sein wird. Ralf wird nämlich die Bühne verlassen und hat den Staffelstab schon übergeben an Jan, Götz, Nadja und Kamuran. Und es wird auch deshalb wieder ein ganz besonderes Event, weil wir Lean Freaks aus dem gesamten deutschsprachigen Raum dabei haben werden und wieder jede Menge Aktions- und Themenflächen für euch haben. Mit 45 SpeakerInnen, unter anderem Jeff Sutherland, dem Mitbegründer des Produktentwicklungs-Frameworks Scrum, und 36 Impulsbeiträgen wird es wieder ein Lean Around the Clock wie vor Corona. Und für alle FrühaufsteherInnen haben wir selbstverständlich ab 5.45 Uhr wieder das Early Bird Breakfast. Und pünktlich um 6.30 Uhr gehen die Lean Around the Clock Morning Show los mit Unterhaltung, Erotik. Okay. Das machen wir nicht. Doch, Erotik. Nein, das machen wir nicht. Dafür werden wir extra bezahlt. Ach so, da gibt's kein Geld. Mit Unterhaltung, Spaß und Spiel und vielen Beiträgen und vielen Informationen. Und wer jetzt noch kein Ticket hat, der sollte sich beeilen und auf leanaroundtheclock.de sich seine begehrten Tickets sichern. Es wird ganz bestimmt wieder einmal eins der verrücktesten und beklopptesten Lean-Events des Jahres. Und jetzt das Ganze nochmal auf Ostlampokisch. L, Y ist stumm, Brachar, der sehr gerade in der Kette, Marando Torpitschk, Ar, Adebedo und wir fäden aus, Das war Gebärdensprache.